อยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องของพระเจ้า Ich möchte über den Schutz Gottes sprechen. ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5 2 Timotheus 3 Vers 1 bis 5. พระคัมภีร์บอกอย่างนี้ผมจะอ่านทีละข้อนะครับแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว Ich lese jetzt einen Vers nach dem anderen. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูและชั่วร้าย Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein.Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Rei Manusiyatam, mai hai apai kan, sai rai kan, mai yap yang chang jai, du rai, gliet chang kwam di. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und von Gutem nichts wissen wollen.ทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. ยึดถือทางของพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sieverändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Apostel Paulus sagt, in der letzten Zeit, ich glaube, wir sind in der letzten Zeit, wird mit Dingen gefüllt, die Angst oder Gefahren. Paulus sagt hier ganz klar, in der letzten Zeit und wir sind in der letzten Zeit, wird es schreckliche und gefährliche Zeiten geben. In der letzten Zeit wird es viele Menschen geben.ที่ทำสิ่งชั่วร้ายความบาปเพราะเขาติดตามมารซาตาน Und weil die Menschen Satan folgen, werden sie viel sündigen und viel böse Dinge tun. ผมหวังว่าลักษณะที่ผมอ่านมาตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ5ไม่ใช่ลักษณะชีวิตของพวกเรานะครับ Und ich gehe davon aus, dass das, was ich jetzt gelesen habe, sich nicht auf uns hier bezieht. แต่พี่น้องจะเป็นคนที่รักพระเจ้า Denn ihr Lieben, ihr liebt Gott. รักพี่น้องIr liebt euch untereinander. ปกป้องหลังของพี่น้องไม่ใช่ไปแทงเขาไปจ้วงเขาข้างหลัง Und er beschützt den Rücken oder den des anderen nicht und stecht nicht heimtückisch an den anderen Dolch in den Rücken. แต่ความจริงก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่ว Aber diese Welt ist voll von Dämonen und Mächten der Finsternis. เต็มไปด้วยคนที่เต็มหัวใจไม่ถูกต้องหัวใจที่เต็มไปด้วยความบาปEs gibt viele Menschen, deren Herzen nicht richtig sind, sondern ihre Herzen sind voller Sünde und Schuld. Diese Welt ist voller Gefahren, auch von der Natur her. Bacteria, Virus. Bakterien, Viren. Unfälle passieren überall. Das bedeutet, dass wir in einer Welt sind, die nicht sicher ist.Und wir sind in einer ganz unsicheren Welt. Und als Kinder Gottes brauchen wir Gottes Schutz und Bewahrung. Psalm 4, Vers 9, da lesen wir: Ka pra ong cha en kai long non lap yang pen suk. Ka tae pra Yahweh, pra pra ong thao nan ti cha song tham mai ka pra chao.Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Gott allein kann uns wirklich vor all diesen Gefahren schützen. Und wenn er uns schützt, dann können wir in Frieden schlafen.Ruhen und gut schlafen. Und als Kinder Gottes sind wir wirklich angewiesen auf den Schutz Gottes. Und wie kann er uns schützen? Wir müssen glauben.
Und wie kann er uns beschützen? Wir brauchen ein tiefes Vertrauen in ihn. พี่น้องครับความเชื่อเป็นเหมือนมือนะครับที่รับสิ่งต่างๆมาจากพระเจ้า Der Glaube ist wie eine Hand, die vieles, die alles von Gott empfängt. เรารับการรักษาโรคด้วยความเชื่อ Wir empfangen Heilung von Krankheiten durch den Glauben. เรารับการอัศจรรย์จากพระเจ้าด้วยความเชื่อWir empfangen Wunder und Zeichen durchs Glauben. Wir empfangen, dass Gott uns versorgt durch den Glauben. Und ich kam nach in die Schweiz damit und mit in dem Glauben, in dem festen Gewissen, Wissen,dass die Gemeinde hier voller Geist und voller Feuer werden wird. Verachtet nicht die kleinen Anfänge. Unser Gott ist übermäßig groß. Und Gott wird die Thailänder in der Schweiz gebrauchen, auch in Deutschland, das Evangelium zu verkündigen. Aber wir müssen glauben, wir müssen das Wort des Herrn hören. Woher kommt unser Glaube?Durch das Wort, wir müssen viel Wort Gottes hören. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und darum habe ich so viel Lehren aufgeschrieben und so viel im Internet, dass ihr nicht nachkommt mit Zuhören. Pastor Da sagt mir öfters,Du machst es so schnell, dass ich nicht mit Hören nachkomme. Und ich möchte den Eltern, den Vätern und Müttern Mut machen hier. Gott hat zu uns beiden die gleiche Sache geredet und wir haben uns darüber unterhalten gestern.พระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เปิดคำสอนที่เป็นภาษาเยอรมันในบ้านดังๆและให้ลูกกับสามีหรือภรรยาฟังพร้อมๆกัน Und Gott möchte, dass ihr diese Lehren, dieses Thai, Deutsche, YouTube laut anmacht zu Hause, damit alle, auch die Kinder, das hören können. มีเด็กหลายคนในประเทศไทยฟังคำสอนกับพ่อแม่จะรู้หมดเลยว่าผมสอนอะไรเก่งกว่าพ่อแม่อีกจำได้หมดเลยUnd viele Kinder, auch in Thailand, haben die Predigten schon so oft gehört, dass sie es besser wissen als ihre Eltern. Auch Kinder, fünfjährige, siebenjährige Kinder, die hören das und sie können sich das viel besser merken als wir Älteren. Und ein Kind hat seinem Vater gesagt,Du hast dich toll angezogen heute, Vater. พี่น้องครับถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ฉลาดนะครับเราจะต้องฟังคำสอนของพระเจ้าเยอะมากๆ Und wenn wir schlau sind, wirklich schlau, dann hören wir viel das Wort Gottes immer wieder. เพราะพระคำของพระเจ้าจะช่วยให้เรารู้ความจริงและเกิดความเชื่อ Das Wort lehrt uns die Wahrheit undstärkt unseren Glauben. ถ้าท่านอ่านหนังสือสดุดีหรือฟังสดุดีบทที่4ข้อ9ไป100หนในที่สุดนะครับท่านจะเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ปกป้องข้าพเจ้า Und wenn du immer wieder Psalm 4 Vers 9 hörst und liest, wird mich beschützen. Dann weißt du das und dann glaubst du das ganz fest. ข้าพเจ้าจะนอนหลับดีทุกคืน Und ich werde jede Nacht gut schlafen können. ข้าพเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะบ้านพังลงมาและตายเร็วUnd da habe ich keine Angst, dass irgendwas passiert, dass ein Gewitter kommt oder dass das Haus zusammenfällt und ich bald sterben muss. Oder dass die Räuber oder Diebe in mein Haus kommen und mich berauben. Ich glaube, dass die Engel Gottes vor meinem Haus stehen und die Diebe werden Angst bekommen und abhauen. สิ่งชั่วร้ายและสิ่งอันตรายจะเกิดมากขึ้นมากขึ้น Und die Bibel sagt in der letzten Zeit wird dieses Böse sich immer noch mehr vermehren und wird noch häufiger vorkommen ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทําให้โลกนี้เป็นที่ไม่อันตรายเราทําไม่ได้ครับเป็นมนุษย์ Das ist nicht unsere Aufgabe diese Welt sicherer zu machen
พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราจะไม่เคยพบอันตรายฟังดีๆนะครับ Und Gott hat uns nicht versprochen, dass wir keine Gefahren im Leben haben werden. เรายังอาจจะต้องพบอันตรายและความยากลําบากแต่พระเจ้าจะปกป้องเรา Wir werden es mit Schwierigkeiten und mit Gefahren zu tun haben, aber Gott wird uns beschützen. แล้วเมื่อเราเข้าไปในสภาวะที่อันตรายพระเจ้าจะปลดปล่อยเราดึงออกมาแล้วเราไม่ต้องตายเร็วหรือไม่ต้องบาดเจ็บ Und selbst wenn wir in Gefahren hineinkommen, brauchen wir nicht zu sterben oder darunter zu leiden, denn er wird uns herausholen aus diesen Gefahren. เราต้องพึ่งการปกป้องของพระเจ้าตลอดเวลา Und wir müssen ständig uns auf diesen Schutz verlassen. ตราบใดที่ท่านอยู่ในโลกนี้ลูกของท่านอยู่ในโลกนี้หลานของท่านยังอยู่ในโลกนี้ทุกคนจะอยู่ในสถานะการที่เกิดอันตรายได้Und ihr als Eltern, eure Kinder, eure Enkelkinder, sie alle brauchen den Schutz und sind, sie alle brauchen den Schutz Gottes. Ja. Vor Gefahr, also vor Unfällen. Gestern Abend sind wir noch shopping gegangen undda kam ein Auto und ein Haar sind wir zusammen gestoßen. Aber es ist nichts passiert. Andere Gefahren sind Krankheiten. Oder dass wir Geld betrogen werden. Oder dass man versucht, unser Ansehen kaputt zu machen.หรือคนมาหลอกเราทำดีต่อเราเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรา Oder sie dass Leute uns an der Nase herumführen und uns beschenken und in Wirklichkeit wollen sie uns nur gebrauchen für ihre Zwecke อาจารย์เปาโลนะครับเป็นคนที่มีการเจิมสูงมีความเชื่อสูงมาก Paulus war sehr gesalbt von Gott und hat einen starken Glauben เขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามาก Und er hat Gott sehr geliebtและเขาทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าจริงๆผมนับถืออาจารย์เปาโลมาก Und er hat alles für Gott getan. Ich ehre Paulus sehr. แต่ถึงขนาดนั้นดูสิอาจารย์เปาโลพูดถึงชีวิตของเขาว่ายังไง Aber wie spricht Paulus von seinem Leben? 2 Korinther 11 ข้อ26 2 Korinther 11 Vers 26ข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆหมายถึงคิดถึงตัวเองหรือเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอม Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem eigenen Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unterfalschen Brüdern. ภัยพิบัติหรือสิ่งไม่ดีมาจากได้ทุกแบบทุกรูปมุม All diese Gefahren, die kommen aus jeder Richtung. เราเองก็อยู่ในโลกใบนี้เหมือนกันที่เราจะเผชิญปัญหาได้ Und wir werden alle mit Gefahren und mit Schwierigkeiten zu tun haben. แต่ดูสิอาจารย์เปาโลพูดว่าแม้เขาเผชิญภัยแล้วเกิดอะไรขึ้นในที่สุด Aber was sagt Paulus dazu zu all den Gefahren? 2 Timotheus 3 Vers 10 ถึง 11 In 2 Timotheus 3 Vers 10 bis 11แต่ท่านก็ได้ดําเนินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ของข้าพเจ้าอยู่แล้วคือดําเนินตามพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตความเชื่อความอดทนความรักและความทรหดอดทน Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, sagt Paulus zum Timotheus. Timotheus und hast dirDie Art, wie ich lebe, meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Wir brauchen alle ein gutes Vorbild. Ajahn Paulo ist ein Beispiel, um Timothy zu sehen, wie er ist, wie er ist, wie er ist, wie er ist. Paulus war ein Vorbild für den Timotheus, wie Paulus gekämpft hat und wie er.Alles durchgestanden hat. Ich möchte euch Mut machen, seid ein gutes Vorbild für eure Kinder. Seid ein gutes Vorbild für alle, die
Menschen, die in eurer Nähe sind. คนไทยมักจะบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น Es gibt im Thailändischen ein Sprichwort, im Deutschen heißt es, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. และนี่ผมสังเกตจริงๆนะครับในโบสถ์ผมเนี่ยพ่อแม่เป็นยังไงนะครับลูกจะเหมือนพ่อแม่มากเลย Und ich habe in meiner Gemeinde immer wieder beobachtet, so wie die Eltern sind, so sind auch die Kinder. หลายครอบครัวคุณพ่อไม่เอาพระเจ้านะครับลูกทิ้งพระเจ้าหมดเลยไม่เอาพระเจ้าตามพ่อเขา Es gibt in vielen Familien folgen die Kinder nicht Gott so wie ihr Vater zum Beispiel. ผมกาจันดาตัดสินใจขอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกกับพี่น้องในคริสตจักร Pastor Da und ich, wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen ein gutes Vorbild sein für unsere Kinder und für die Gemeinde. ข้อ 11 บอกว่าการถูกข่มเหงการทนทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งในเมืองอันทิโอกเมืองอีโดนิยูมและเมืองลิสตราการข่มเหงที่ข้าพเจ้าทนนั้นมากเพียงไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าผมจะเน้นประโยคนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากทุกสิ่งDa sagt Paulus zu Timotheus, du weißt, wie viel Verfolgungen und Leid ich ertragen habe und wie ich in Antiochia, Ikonien und Lystra verfolgt wurde. Aber, und das will ich sehr betonen, aber der Herr hat mich aus allem errettet. Er sagt nicht, er hat mich 10% errettet. รอดทุกปัญหา 100% Und Paulus sagt hat mich in allen 100%ig errettet แสดงว่าอะไรครับพระเจ้าปกป้องเราได้ในทุกสถานการณ์ Das heißt Gott kann uns in allen Umständen beschützen und bewahren เดี๋ยวนี้ผมมีความเชื่อในพระเจ้ามากเวลาผมเจอปัญหานะครับผมยิ้มเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยผมปลดจากผมจากปัญหานี้ Und mein Glaube ist immer stärker geworden und wenn ich jetzt mitProblemen und Schwierigkeiten zu tun habe, dann lächle ich einfach nur. Für Gott gibt es nichts, was schwierig ist. Glaubt ihr das wirklich, dass Gott euch aus allen Gefahren befreien und helfen kann. ที่ผมสอนเรื่องการทรงนำของพระวิญญาณเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าจะนำเราให้หลุดออกมาจากปัญหาได้ถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณ Und das ist der Grund, warum ich immer wieder so großen Wert lege darauf, dass wir die Stimme Gottes hören können, dass wir ihm auf seine Stimme hören und danach tun, denn dadurch kann er uns durch alles heraushelfen, dass wir gar nicht erst in diese Gefahren reinkommen. Nein, es ist ja nur die, wo die 34, Vers 19. Psalm 34, Vers 19. คนชอบทำอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นทั้งหมด Amen. Vieles muss der Gerechte erleiden.Doch Jahwe reißt ihn aus allem heraus. Und wenn ihr versucht, eine Gemeinde aufzubauen, dann habt ihr Schwierigkeiten. Und ich habe den Eindruck, es ist sehr schwer, auch in der Schweiz eine Gemeinde zu gründen und aufzubauen. Aber unser Gott ist stark und mächtig. Und er wird euch helfen. Und er wird euch gute Leute in eure Gemeinde schicken, die euch helfen können in dem Ich bin seit 30 Jahren dabei, Gemeinden zu bauen. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen.Sich daran gestoßen haben, wenn ich die Hände aufgelegt habe und die Leute umfallen und andere Dinge
passieren, dann sind sie weggegangen, aber Gott hat mir immer noch bessere Leute wieder geschickt. Ich glaube, ich bin gerecht vor Gott. Und er wird mir helfen aus allen Problemen und Schwierigkeiten. Und Gott kann mich beschützen vor allen Problemen und Schwierigkeiten im Leben. Paulus hat einmal mit Schiffbruch er wurde gesteinigt, sie wollten ihn töten. Er wurde verfolgt. Aber er hat immer betont, mein Gott ist ein gerechter und ein aufrichtiger Gott. Gott hat mir aus allen Problemen und Schwierigkeiten geholfen. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Unser Gott ist treu. Er macht, was er versprochen hat. Und was er versprochen hat, das tut er auch. Und wir können ihm ganz vertrauen. Auf Menschen ist nicht immer Verlass. Als wir die Gemeinde gegründet haben, kam einer zu mir und hat mir gesagt, Pastor, ich werde immer, immer bei dir bleiben und dir helfen. Nach 2 Monaten war er weg vom Fenster. Menschen können ihre Worte verändern, sie können sie können sich verändern. Und dann versprechen sie ihrer Braut, also ich werde immer das bei dir bleiben und nach 3 Jahren haben sie die Frau wieder verlassen. Ich Diener, ich liebe dich so von Herzen. Und nach 3 Monaten guckt sie mich nicht mehr an. Aber unser Gott hat noch nie gelogen. Wir können ihm wirklich vertrauen. Und er sagt ja, und das ist ein ja. Und er sagt, Mai, Gott bin Mai. Wir brauchen uns null Sorge zu machen, dass er sein Wort nicht hält. Und wir brauchen uns keine Sorgen und Gedanken machen über Gott, aber wir sollten uns Sorgen machen über uns selber. Denn wenn wir seinen Schutz haben wollen, müssen wir das tun, was wir tun können. Und ich sage immer zu meiner Frau da, wir vertrauen Gott, wir werden nicht krank, wir bekommen keinen Krebs und wir werden alt sterben. Denn Gott wird uns 2 behüten und bewahren. Und er versorgt und behütet alle unsere Schafe auf der ganzen Welt. Psalm 91, Vers 1 und 2 sagt, was wir tun sollen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung.
Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. พระคัมภีร์2ข้อนี้สอนเราว่า1เราต้องเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าจะปกป้องเรา Dieses Wort lehrt uns erstens, wir müssen Gott vertrauen und ihm glauben, dass er die Wahrheit sagt. 2เราต้องประกาศหรือพูดออกมา Zweitens, wir müssen es bekennen, wir müssen es laut aussprechen. พอผมขึ้นเครื่องบินที่เวียนนาจะบินมาซูริกเราทุกคนอธิษฐานในนามพระเยซูเราเชื่อว่าพระองค์จะปกป้องเราจะเดินทางมาซูริกได้ปลอดภัยUnd als wir jetzt von Wien nach Zürich geflogen sind, haben wir laut ausgesprochen, Herr, wir vertrauen dir, dass du auch das Flugzeug beschützt und bewahrst. Gottes Art ist es, wir glauben im Herzen und wir bekennen mit unserem Mund. Wir glauben im Herzen. Glauben im Herzen. Ja. Wir glauben im Herzen. Oder ich glaube im Herzen. Okay. Und ich bekenne mit meinem Munde. Okay. Okay. Okay.อยากถามว่าพระเจ้าสร้างโลกยังไงสร้างจักรวาลยังไงครับ Ich möchte fragen, wie hat Gott diese Welt und das Weltall geschaffen? พระเจ้าสร้างจักรวาลโดยเชื่อที่ใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าจงเกิดโลกมันก็เกิดขึ้นพูดด้วยปาก Gott hatte in seinem Herzen das vor sich vorgenommen und dann hat er gesprochen, dass die Welt entsteht, es werde Licht. พระเจ้าเชื่อด้วยใจบอกมนุษย์จะเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสออกมาดินก็มารวมกันกลายเป็นอาดัมขึ้นมา Und Gott hat sich vorgenommen, die Menschen zu schaffen und er hat die Erde genommen, hat sie geformt und hat ihnen das Leben eingeblasen. อยากถามว่าท่านบังเกิดใหม่ได้อย่างไรมาเป็นคริสเตียน Möchte euch fragen, wie seid ihr wiedergeboren worden? ท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและประกาศด้วยปากว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดของท่านเชื่อในใจประกาศด้วยปากIr glaubt im Herzen und ihr bekennt, ja, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Christ. Und wie können wir einen Berg versetzen, indem wir es aussprechen? Du glaubst es im Herzen und dann sprichst du es aus. Berg, weiche!ดังนั้นทุกวันทุกคืนทุกเวลาในชีวิตของท่านตื่นนอนเช้าก่อนเข้านอนพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องข้าพเจ้าพูดด้วยปาก Und es ist wichtig, dass wir jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag, zu jeder Zeit immer wieder sagen, Herr, beschütze du mich, du bist mein Schutz. ถ้ามีผู้ชายมาจีบท่านท่านพูดเลยพระเจ้าจะปกป้องข้าพเจ้าหวังว่าไม่แต่งงานกับคิงคอง Und wenn ein toller Mann dich wenn ein toller Mann dich anspricht und sagt ich will dich heiraten und ich und dann betest du im Herzen nein ich laufe keinem King Kong nach und du betest wenn der Mann das nicht ernst meint Herr dannBring du ihn aus meinem Leben weg. Und das habe ich auch meinen Töchtern so beigebracht. Und da kamen viele junge Männer und wollten meine Töchter haben. Und ich habe immer wieder gebetet, wenn diese jungen Männer King Kongs sind, dann nimm sie weg. Und ich habe immer wieder gebetet, wenn diese Und Gott hat dafür gesorgt, dass sie alle weggeblieben sind. Und ich habe immer wieder gebetet, Herr, lass meine Töchter gute Männer finden. Und sie haben wirklich gute Männer bekommen. Ich habe es im Herzen geglaubt und ich habe es immer wieder bekannt mit meinem Mund. 2. Korinther 4, Vers 13. เรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า
ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราเชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht: Ich glaube, darum rede ich. So glauben wir und darum reden wir auch. ดังนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับในการรับการปกป้องจากพระเจ้า Und um den Schutz Gottes zu bekommen, was ist unsere Aufgabe? เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องWir glauben fest, er ist unser Schutz. Wir verlassen uns auf seine Treue, auf seine Zusagen. Und dann verkündigen wir das, wir sagen es laut. Nicht nur einmal in 10 Jahren. Und nicht, wir verkündigen oder wir bekennen das nicht nur vor 100 Jahren einmal und dann sind wir still.เราประกาศเช้าสายบ่ายเย็น Wir sagen es morgens, mittags, abends, immer wieder. เพราะการที่เชื่อในใจและประกาศด้วยปากเป็นการให้สิทธิทางกฎหมายแก่พระเจ้าให้ทำส่วนของพระองค์ Und dadurch, wenn wir das glauben und bekennen, dann geben wir Gott das Recht und die Aufgabe, uns zu beschützen. ตอนที่ผมอยู่ที่เยอรมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วAls ich letzte Woche in Deutschland war, habe ich ähnlich, also dieses Kapitel auch gelehrt. Und dann habe ich das ausgesprochen, habe gesagt, meine Mitglieder in Seattle in meine Gemeinde kommen,Denen geht's gut, die sind nicht krank und sie wachsen auch innerlich und äußerlich. Und alle Familien, sie lieben Gott und mit ihren Kindern. Und genauso wie meine Gemeinde unter meinem Schutz ist, so sind sie alle unter dem Schutz Gottes. Und danach kamen vieleAus Norwegen und aus Bielefeld und sonst wo und haben gesagt, Herr Pastor, ich möchte unter deinem Schutz stehen. Sie glauben, ich bin ein guter Pastor und sagen, ich möchte ein Schaf in deiner Herde sein.ความรู้สึกของผมกับอาจารย์ดาเปลี่ยนไปเลยว่านี่เรามีความสัมพันธ์กันเป็นทางการแล้วว่าผมเป็นผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณและผมจะทำทุกวิธีทางช่วยคุณเพราะเขาประกาศด้วยปาก Und nachdem sie das bekannt haben hat sich unsere Einstellung Pastor Dao und meine Einstellung ihnen gegenüber total verändert wir wussten ab jetzt sind sie meine geistlichen Kinderพี่น้องเหล่านั้นให้สิทธิทางกฎหมายกับผมว่าทางกฎหมายฝ่ายธรรมชาติฝ่ายวิญญาณว่าต่อไปนี้ผมเป็นพ่อแม่ผมกับจันดาเป็นพ่อแม่ของเขาฝ่ายวิญญาณ Und damit haben sie praktisch mich und meine Frau eingesetzt als ihre geistlichen Eltern เมื่อคืนนี้มีคนไลน์มาจากนอร์เวย์จากเนเธอร์แลนด์จากฮอลแลนด์บอกว่าดิฉันกำลังหาโบสถ์อยู่เพราะว่าไม่มีผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณมานานคุณหมอช่วยเป็นตอนนี้ได้ไหมที่จะปกครองปกคุมฝ่ายวิญญาณเขาผมบอกได้เราจะอธิษฐานเผื่อเขาประกาศออกมาด้วยปาก Gestern Nacht habe ich eine Line bekommen von Holland da ist jemand ja ich suche eine Gemeinde habe aber noch keine gefunden darf ich mich an deiner Gemeinde anschließen dann haben wir für die gleich gebetet ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากับมนุษย์มันเหมือนกันจริงไหมครับเราต้องบอกพระเจ้าปกคุมดิฉันนะดิฉันวางใจเราต้องพูดกับพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆมามองหน้ากันมองกันไม่เคยพูดเลยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่เคยพูดออกมาจากใจว่าต
Und unser Verhältnis zu Gott und unser Verhältnis zu den Menschen ist sehr ähnlich oder ist gleich. Und wenn wir das nicht aussprechen, dann wissen wir nicht, wo wir dran sind bei den anderen. Und auf der anderen Seite, wenn wir Gott verlassen und andere Dinge anbeten oder wenn die anderen Dinge uns wichtiger werden als Gott, dann haben wir keine Lust, in die Gemeinde zu gehen. Und Gott sagt uns was, dann machen wir das nicht. Wir machen immer das, was wir selber wollen. Ich brauche keinen Pastor, der über mir ist, und ich brauche auch Gott nicht zu gehorchen. Ich mache, was ich will. Und fang nicht an, mit mir über Jesus zu reden. Ich verliere nur meine Zeit. Und damit werfen wir Gott aus unserem Leben raus. Und dann bekommen wir Probleme und dann schreien wir zu Gott: Herr, hilf mir doch bitte. Und wenn wir dann zu Gott schreien, dann sagt er: Nee, brauchst nicht zu mir zu kommen. Geh zu deinem Gott, zu deinem TV, zu deinen Freunden oder zu deinen menschlichen Helfern. Manche sind ihr eigener Gott. Ich mache immer das, was ich will. Ich bin mein eigener Gott und bin nicht interessiert, was Gott will. Und solche Leute brauchen nicht zu denken, dass Gott sie beschützt. Wisst ihr, das Leben mit Gott ist ein Bund mit ihm. Und Gott hat bestimmt, wenn ein Mann und eine Frau zusammenleben wollen, eine Ehe schließen wollen, dann müssen sie einen Bund schließen, einen öffentlichen Bund. Das ist eine mit einer Zeremonie. Gott vergleicht uns mit Jesus sowie der Bräutigam und die Braut. Und Gott sagt, Mann und Frau und die Gemeinde und Christus ist genau das Gleiche. Als ich Christ geworden bin, habe ich einen Bund mit Gott geschlossen. Und so wie wenn ich unterschreibe. Und als ich Pastor Da geheiratet habe, haben wir in der Zeremonie haben wir das unterschrieben als Certificate. Eine Heiratsurkunde, genau, danke. Und ich habe Gott versprochen und ihm gesagt, ich will dir gehören, ich will das tun, was du sagst. Ich will dir gehören und ich will dir gehorchen. Und dann habe ich meine Unterschrift dazu gemacht. Und wenn ich das meinen Teil tue, dann wird auch Gott seinen Teil tun. Er wird mich beschützen. Er wird mich versorgen. Er wird mich ehren. Er wird mir gute Arbeit geben. Er wird meine Krankheiten heilen. Und er wird mir in aller Hinsicht helfen, ein guter Vater zu sein.
Ich habe die Heiratsurkunde mit Pastor Da unterschrieben. Ich bin ihr Mann nach dem Gesetz. Also ich habe nicht die Pastor Da jetzt damals mir geschnappt und bin einfach heimlich irgendwo mit ihr zusammengezogen. Wir haben das öffentlich bekannt gegeben, wir gehören zusammen. Ich werde dich lieben bis zum Tod. Und es gibt keine andere Frau in meinem Leben. Und ich habe versprochen, ich werde dich versorgen, ich werde dich beschützen, ich werde dir helfen. Und wir gehören einfach zusammen und wir gehen zusammen und wir tragen die Lasten miteinander. Und genauso ist das Leben als Christen. Wir haben einen Bund mit Gott. Und wenn wir diesen Bund mit Gott haben, dann hat Gott das Recht, das offizielle Recht, uns zu beschützen, uns zu versorgen. Und ich sage das offen, ich kann keinen Scheck ausstellen, ohne dass meine Frau das weiß. Gestern Abend haben wir uns etwas gestritten, wer das Abendessen bezahlen soll, die Gemeinde oder wir. Ajahn Mao hat gesagt, wir als Gemeinde wollen das Essen bezahlen. Und Gott hat in meinem Herzen gesagt, ich möchte es bezahlen. Und bevor ich Pastor Mao gesagt habe, ich bezahle, musste ich erstmal meine Frau angucken. Wir haben einen Bund, wir müssen erst alles besprechen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn ich will, dass er mich beschützt, muss ich auch meinen Teil des Bundes übernehmen. Und wenn wir Gott davonlaufen, dann ist es so wie Ehebruch. Wenn wir andere Götter anbeten oder andere Dinge wichtiger nehmen als Gott, dann kann er uns nicht mehr beschützen. Ich kann keinen Menschen in dieser Welt bestimmen oder zu irgendetwas zwingen. Aber für mich und meine Familie, ich und mein Haus, meine Familie wollen Gott dienen. Und er ist das ganze Leben über mein Gott. Ich werde nicht die Gemeinde verlassen. Und wenn Gott sagt, ich soll nach Deutschland gehen oder in die Schweiz, dann gehe ich. Egal wie viele Schwierigkeiten ich überwinden muss, ich gehorche Gott und tu das, was er mir sagt. Und Gott sagt, du verlässt die Geschwister in der Schweiz nicht, ich gehorche. Und wenn nur zwei da sind, werde ich kommen. Weil Gott mir den Auftrag gibt, dann muss ich und werde ich gehorchen. Und wenn ich so lebe, dann ist auch der Schutz Gottes über meinem Leben. Und
Ich möchte euch nochmal Mut machen. Habt den Mut, das wirklich auch zu bekennen. Gott ist mein Gott und ich will ihm gehören. Und dass er auch wirklich mein Gott ist und dass ich ihm auch wirklich gehorche. Psalm 91 lesen wir, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. So, und jetzt fange ich erst mal richtig an zu predigen. Bis jetzt war es erst mal die Einleitung. Unsere Aufgabe ist der dritte Punkt. Die Bibel spricht von dem Schutz oder von, dass wir unter seinem Schutz stehen. Die Bibel spricht davon, dass wir bei ihm uns unter seine Flügel stellen können. Secret place, die Bibel spricht auch von dem geheimen Platz. Die Bibel spricht von dem Schutz oder von dem Schutzmantel über uns. Und wenn wir auf der Straße entlang gehen und es fängt an zu regnen, dann holen wir unseren Schirm raus und machen den Schirm auf, der dann über uns ist. Und wenn ein Sturm kommt und den Staub in unsere Augen bläst, dann halten wir die Hand über unsere Augen, dass der Staub nicht in die Augen geht. Das ist das Bild, wie Gott uns und unser Leben beschützt und überdeckt. Und er spricht von dem geheimen Platz. Das ist kein geheimer Platz für uns. Aber das ist geheim, dass der Satan uns nicht mehr weiß, wo wir sind. Denn wenn es ein geheimer Platz für uns wäre, der für uns, den wir nicht kennen würden, das wäre ganz schlimm. Zu biblischen Zeiten gab es noch keine Bomben, die geworfen werden sollen. Und zu biblischen Zeiten kamen die Soldaten mit Hunderten und Tausenden marschiert, so. Dum, dum, dum. Und in jedem Mühen gibt es ein Lied, ส่ง ลูก ส่ง ภรรยา ไป หลบ ที่ นั่น และ ปิด ประตู ให้ ทหาร ศัตรู ไม่ สามารถ มา แตะ ลูก กับ ภรรยา ก็ ได้ Und jede Stadt hat einen geheimen Platz, wo sich die Frauen und die Kinder verstecken konnten. ที่ ลี้ลับ นั้น อาจ จะ เป็น อุโมงค์ ที่ อยู่ ใน ภูเขา และ สามารถ ปิด ได้ และ มี คน เข้า ไป ไม่ ได้ Es kann sein, dass es eine Höhle war oder ein Raum unter der Erde, den man dicht abschließen konnte. Oder ein Keller unter der Erde, den man dicht abschließen konnte und von außen nicht sehen konnte. Und dieser verborgene Platz, das ist der Platz, an dem der Satan uns nicht findet. Ich glaube, dass bis zum heutigen Tag ich noch ein Leben habe. Und ich glaube ganz sicher, ich lebe noch und es geht mir so gut, weil ich einen verborgenen Platz habe mit meiner Frau. Satan sucht mich, kann mich aber nicht finden. Er sieht mich nicht. Weil ich
Weil ich die Kraft, die Macht Gottes um mich herum habe. Der Feind kommt ganz in meine Nähe, er sucht mich, aber er kann mich nicht sehen, weil der Schutz Gottes über mir ist. Die Bibel sagt, Satan ist wie ein Löwe, der uns Angst machen will. Er sucht überall Leute, die er verschlingen kann. แต่คริสเตียนจำนวนมากมายเป็นเหมือนเด็กๆไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำตามใจตัวเองไม่มาอยู่ในที่ลี้ลับ Aber viele Christen sind wie Kinder, die Gott nicht gehorchen und darum auch nicht in der verborgenen, in dem geheimen Platz sind. พระเจ้าบอกต้องอยู่ในโบสถ์ที่ดีมีพระสิริมีไฟไม่ทำฉันจะทำตามใจตัวเอง Und Gott sagt, geh in eine Gemeinde, wo das Feuer des Heiligen Geistes regiert. Und viele sagen, nee, das brauche ich nicht. พูดเลยมากมายWas die da alles erzählen. Und dann sind sie nicht in dem verborgenen Platz und dann kommt Satan wie der Löwe und sagt, lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. ก็เลยกัดกินป่วยเลยหรือเสียเงินเสียทอง Und schon kommt der Satan und beißt sie und dann werden sie krank oder sie verlieren ihr Geld oder haben Unfälle. แต่สำหรับลูกแกะที่เชื่อฟังอยู่ในโบสถ์อยู่ในไฟผมมารมันเดินมาหาไม่เจออยู่ตรงไหน Aber san für Amen เห็นภาพมั้ยฮะเห็นภาพมั้ย Aber für die Kinder Gottes die ihm gehorchenFür die findet der Satan nicht. Er sucht sie, kann sie aber nicht finden. Und die sind darum sicher. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, also dieser Schutz, im Englischen heißt es dieser verborgene Platz,จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ Der darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. คำว่าผู้คำว่าอาศัยและคำว่าอยู่ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ Dieses ruhen in der Bibel ไม่ได้หมายความว่าแค่ไปเยี่ยมเยียน Das heißt nicht nur auf Besuch mal kurz auf Besuch kommen. ไม่ใช่หมายความว่าเดินเข้าไป 2-3 นาทีแล้วก็เดินออกมาDas heißt, ich gehe mal kurz rein und dann nach 3-4 Minuten gehe ich wieder raus. Nein, das heißt, ich habe meine Wurzeln, ich gründe mich ganz tief da drin. Und da baue ich mein Haus und ich gehe nirgends mehr woanders hin. Versucht mich rauszujagen. Nein, ich gehe nicht mehr raus. Ich bleibe in dieser Gemeinde mit dem Pastor und ich lasse mich nicht mehr rausjagen. Und wenn wir den Schutz Gottes wollen, dann können wir nicht immer raus und rein und raus und rein. Und wenn wir rausgehen und den Pastor nicht mehr leiten mögen, und dann kommt schon der Feind und schnappt uns. Wir müssen einfach fest entschlossen sein, ich bleibe. Die Bibel sagt, ich bleibe unter ihm, der alle Macht hat. Die Bibel sagt, Gott ist das Licht. Bei Gott gibt es keine Finsternis. Was bedeutet das unter dem Schutz Gottes?
และแสงแดดต้องผ่านพระเจ้าก่อนเราก็จะอยู่ใต้เงาของพระเจ้า Dieser Schirm Gottes, der ist über uns und das Licht, was uns schaden kann, kommt gar nicht durch zu uns. พระเจ้าปกป้องเราอยู่รอบตัวเราด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริของพระองค์ Das Schutz Gottes ist über uns und seine Herrlichkeit beschützt uns. ผมถึงรักพระสิริหรือไฟของพระเจ้ามากUnd darum liebe ich die Herrlichkeit und das Feuer Gottes. สังเกตว่าตั้งแต่โบสถ์ผมต้อนรับไฟนะครับคนป่วยน้อยมากคนถังแตกน้อยมากไม่มีการหย่าร้างเลยในโบสถ์ Und ich habe festgestellt in meiner Gemeinde, seitdem ich so unter die ganze Gemeinde unter den Schirm Gottes stelle, gibt es ganz wenig Krankheiten bei uns, wenig Scheidungen und wenig große Probleme. สมาชิกหนุ่มสาวที่จบมหาวิทยาลัยได้งานดีทุกคนเลยเงินเดือนดีมาก Und alle jungen Männer und Frauen, die einen Abschluss haben, bekamen alle eine gute Arbeit und es geht ihnen sehr gut. เพราะไอ้ตัวขโมยตัวฆ่ามันเข้ามาไม่ได้ Denn der Dieb und der Mörder kommt nicht mehr herein. พระเจ้าอยู่ปกคุมเราอยู่ข้างนอกตัวเรา Gott beschützt unsUns herum. ถ้าใครจะเข้ามาหาเรามาขโมยเราขโมยเงินขโมยสุขภาพต้องผ่านพระองค์ก่อน Und wer uns bestehlen will, wer uns schaden will, der muss erstmal an Gott vorbei. เพราะเขาจะมาแตะเรากระเด้งออกไป Und er wird abgeschreckt werden durch Gott. มันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะสามารถผ่านพระเจ้าเข้ามาหาเราได้ Impossible.Es ist unmöglich für jemand, uns zu schaden, denn er muss an Gott vorbei und das ist unmöglich. Die Dämonen und die bösen Geister können uns nicht mehr anrühren. Und Satan will uns boxen, aber er kommt nicht ran, weil er zuerst Gott, an Gott ist. Warum haben Christen so viele Menschen?ประสบปัญหาเจ็บป่วยถูกทำลาย Warum haben viele Christen Probleme und Schwierigkeiten und werden krank? เพราะเขาไม่ฝังตัวอยู่ในที่ลี้ลับ Weil sie nicht in diesem sicheren verborgenen Platz sich wirklich festhalten und dort bleiben. เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกRein und raus und rein und raus. ฉันทำตามใจตัวเอง Ich mache was ich will. เดี๋ยว3วันอยู่ข้างนอกไปดูแดดเปี้ยงไปเลย3 Tage gehen Sie raus und genießen den Sonnenschein. คำถามคือท่านถูกปกคุมหรือยัง Und die Frage ist, bist duUnter dem Schutz? Hast du diesen verborgenen Platz? Oder bist du ein Jünger Jesu, der alles immer alleine weiß, wie es geht? Are you covered or are you exposed?ถ้าแปลภาษาไทยคือท่านกำลังถูกปกคลุมหรือท่านเอาตัวออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ถูกสิ่งภายนอกสามารถมากระทบท่านได้ Stehst du unter dem Schutz oder stehst du allein ohne Schutz da? พี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าจงฝังรากอยู่ที่นั่นอย่าออกมา Die Bibel sagt, gründe dich ganz tief da in diesem Schutz unter dem Schutz Gottes. ท่านต้องฝังตัวในพระเจ้าและฝังตัวในคริสตจักรที่มีผู้เลี้ยงดูแลท่าน Und du musst einen Platzin der Gemeinde haben unter einem Pastor, der dich versorgt als Leiter. Ich liebe den Namen Gottes El Shaddai. El Shaddai, weil er der Allmächtige ist. Auf Thailändisch oder auf Deutsch heißt es der Starke, der Mächtige, der große Gott. Hebrew แปลว่าพระเจ้าที่มีมากกว่าเกินพอ more than enough God El Shaddai das heißt im Hebräischen der Gott der mehr als genug hat ที่ผมชอบชื่อนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อท่านอยู่ในที่ลี้ลับของพระเจ้า
Und das liebe ich so, weil wenn du unter dem Schutz Gottes bist, dort gibt es mehr als genug. Du brauchst nicht Angst zu haben, Not zu leiden oder zu sterben. Du brauchst keine Angst zu haben, dass dir Sauerstoff oder Wasser oder Essen fehlt. Da gibt es mehr als genug. Du brauchst keine Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Du brauchst nicht irgendwo rausgehen, und um versorgt zu werden oder was zu essen zu finden. Bleibe da und du wirst versorgt. Gründe dich an diesem Ort ganz sicher und fest. Versenke deine Wurzeln wie ein Baum ganz tief. Sei ganz fest verbunden in diesem geheimen Platz. Und du wirst 120 Jahre leben. Und du brauchst keine Angst zu haben, an der Nase oder betrogen zu werden. Und dann passiert kein Unfall, dass du vorher sterben musst. Und selbst wenn es ein Erdbeben gibt, dein Haus bleibt stehen, wenn alle anderen Häuser zusammenfallen. Denn du stehst unter dem Schutz Gottes. Und heute Nachmittag werden wir noch genauer weiter lehren, wie wir unter dem Schutz Gottes bleiben. Im Einzelnen. Das war jetzt die Einleitung. Wir müssen unseren Teil tun, glauben und mit dem Munde bekennen. Und wir müssen uns verwurzeln unter dem Schutz Gottes. Geh nicht raus und rein und raus und rein. Und wir sind ganz sicher und fest, glauben fest, er wird uns beschützen. Und wir schließen einen Bund mit Gott. Ich bleibe bei dir, egal was passiert. Und wenn wir verheiratet sind, dann bleiben wir zusammen. Und heute Nachmittag werden wir, und das ist ganz, für mich ganz lustig, werden wir weiter aus dem Alten und Neuen Testament hören. Wer möchte in dem verborgenen Platz bleiben beim Hand hoch? Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Ich werde unter dem Feuer Gottes bleiben. Ich werde unter seiner Herrlichkeit bleiben. Ich werde Gott dienen bis zum Ende. Ich werde alt werden. Ich werde nicht schnell sterben. Keine Krankheit kann sich mir nahen. Gott sei Dank. Amen. Amen. Vielen Dank, dass Sie die Predigt bis zu Ende gehört haben. Ich glaube, dass Gott Ihnen eine Belohnung geben wird, weil Sie Gott suchen. Gott führe Sie und schenke Ihnen Gnade, sodass Sie ein Segen für viele Menschen sein können. Bei der nächsten Predigt von Pastor Varun können Sie wieder dabei sein. Auf Wiedersehen. In the name of Jesus Christ, I command that you are healed from sickness and disease. In the name of Jesus Christ, your curses are broken and you are free from the bondage and you will be filled with the blessing of Abraham that will overtake you. In the name of Jesus Christ,
I command that the poverty have to leave you and God's blessing come upon you. May the Lord shower into your life His grace, His blessing, His joy, His faith, His goodness, His favor, and you shall know the Lord your God in the intimate way. You will be the people of faith that the Lord will answer your prayer and God will get all the glory. I command that the mountain in your life must be made flat. And you shall have supernatural breakthroughs in your life. The provision, the healing, the victory of the kingdom of God shall follow you. And you shall be His witness in this generation. May the Lord bless you in the name of Yeshua HaMashiach.